2 hours later. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und da das letzte Fußballvideo über einen Monat her ist, habe ich mir gedacht, dass ich im Winter bzw. im Dezember jede Woche ein Fußballvideo bringe. Heißt, es gibt im Dezember jede Woche ein Fußballvideo. Heute ist der Test zum Puma Vigor Fußballschuh dran. Und ob dieser Fußballschuh wirklich der beste Puma-Schuh aller Zeiten, wie Puma es behauptet ist, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! In der ersten Kategorie der Passform schneidet der Puma-Schuh gut ab. Die Passform ist für breite sowohl auch für normale Füße geeignet. Jedoch hatte ich am Anfang Probleme mit der Ferse. Das änderte sich jedoch nach einer Einspielzeit von 2 Stunden. In Sachen Ballgefühl bekommt der Schuh von Puma 4 von 5 Punkten. Denn das Material ist zwar sehr dünn, jedoch kommt es nicht an die Topmarken von Adidas und Nike ran. Qualität und Verarbeitung bekommt der Schuh von Puma 5 von 5 Punkten, da ich in meiner Testphase keine Mängel feststellen konnte. Deshalb gut ab an Puma, die es geschafft haben, einen wirklich sehr guten Puma-Schuh herauszubringen. Kommen wir nun zum Fazit vom Puma Vigor Fußballschuh. Es gibt ein paar gute Punkte sowie ein paar schlechte Punkte. Gute Punkte wären das gute Ballgefühl, der First Touch sowie die gelungene Verarbeitung und Qualität, da ich kaum Abnutzungsspuren hatte. Negative Punkte wären der Komfort, da ich an der Ferse ein paar Druckstellen bekommen habe. Außerdem ist das Ballgefühl im Vergleich zu Nike und Adidas nicht so gut. Dennoch bekommt der Schuh 8 von 10 Punkte, das heißt eine 1-. Grüße gehen dann noch raus an den Jakob, den Dominik, den Erik, den Leo, den Tom, die Diana, die Michaela, den Christoph und die Johanna. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert auch gerne für mehr Videos. Im Dezember kommt ja jede Woche ein Fußballvideo. Dann würde ich sagen, haut rein, Leute, und ciao.